Auf Pfadfinder Level 9 zu kommen, ist ein bisschen ätzend, aber begleite mich einfach dabei, wie ich es mache, und dann weißt du auch, wie du es machen kannst. Wir müssen auf jeden Fall 60 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, das ist halt ein bisschen Grind, aber mehr auch nicht. Zwei Gegner mit einem Kopfschuss aus mehr als 250 Metern töten ist da schon etwas schwieriger. Sechs Gegner mit einer Handfeuerwaffe töten, ohne nachzuladen, ist easy. Und 30 Gegner zu töten, ohne zu sterben, ist ebenfalls easy. So, ich schau mal gerade, ob es da hinten noch eine Patrouille gibt. Ja, gibt's auch eine. Ich kann ja gerade gucken, wie weit die weg sind. Das sind nicht ganz 250. Und die da vorne sind ja, fast, würde ich sagen. Könnten wir vielleicht schon die... Das sind auf jeden Fall mehr als 150, 250 Meter. So, vielleicht kriegen wir die ja. Shit. Wir wurden vom Feind entdeckt. Der ist nicht nah genug. Zu nah, meine ich. Sind die anderen hin? Da hinten. Oh, shit. Oh, meine Güte. Die Bullet Travel Time, ne? Die habe ich noch nicht so drauf. Aber wo ist der andere? Da war noch einer. Einer rennt noch da rum. Hallo. Komm raus, wo du immer, wo auch immer du bist. Ach, da ist er ja. Gut, dann machen wir den zweiten Kopfschuss, machen wir dann da hinten bei denen. 2,30. Ist noch nicht weit genug. Aber das hier müsste eigentlich weit genug sein. Schauen wir mal. Ja. So. Huch, nein! Ich wollte reinzoomen, aber das geht ja gar nicht. Luft anhalten. Jawohl. Das war's. Ich habe schon jawohl gesagt, bevor ich den Headshot überhaupt gemacht habe. Der erste war gar kein Headshot, aber auf jeden Fall haben wir das Schwierigste haben wir schon mal erledigt. Übrigens hier, wie gesagt, Harris Forest in Fenburg. Ich zeig's nochmal auf der Karte. Wenn du die vorherigen Folgen nicht gesehen hast, hier. Einfach ein absolut guter Spot, weil es hier meistens hier eine Patrouille und da hinten eine Patrouille gibt. Gut. So, dann als nächstes 6 Gegner mit einer Handfeuerwaffe, ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Das machen wir da hinten in diesem Compound, an dem ich immer wieder vergesse, wie er heißt oder was es ist. Oh, hallo? Was macht ihr denn hier? Steht einfach mitten im Wald. Könnte gefährlich werden. Das waren 3. Ich wollte gerade aus Reflex schon nachladen. So, wir brauchen noch 3. Die kriegen wir sogar, bevor wir überhaupt richtig in diesen Compound da vorne reingehen. Einer steht nämlich meistens am Eingang. Also direkt am Eingang, einer ein bisschen weiter links neben dem Eingang. Also einer da und noch einer da hinten. Dürfte kein Problem sein. Dum, 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 dum. Ich hätte gern ein Jetpack. Oh je. Nicht zu wörtlich nehmen, falls das jemand von Ubisoft sehen sollte. Ich will eigentlich kein Jetpack in Ghost Recon, bitte. Kein Jetpack. Tarnung ist okay. Die gab es schon bei Future Soldier, aber nicht zu viel Zukunftskram, bitte. Und nicht zu viele Drohnen. Danke. 1.
Ich krieg nicht genug Geld für sowas. Nicht? Wie viel ist denn genug, um sich töten zu lassen? Tjo, gut. Einer steht da hinten, genau. Und damit haben wir die 6 Gegner mit der Handfeuerwaffe. Ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln. Sammeln. Jetzt ist es eigentlich nur noch Grind. Oh, danke, Fury. Dachte schon, du hättest das Scannen verlernt. So. Jetzt weiß ich, geh aufs Dach. Warum soll ich mich hier unten rumtreiben? Wenn ich doch einfach alle vom Dach aus wegknallen kann. Er steht wieder auf. Er steht immer auf diesen Kisten. Ich weiß auch nicht, was mit dem falsch ist. So. Im Gebäude da unten. Schauen wir doch mal. Ach, da. Da ist auch der Funker. Das wäre ein Prioritätsziel. Ach, hallo. Die gucken halt immer eine halbe Stunde, bis die mal... Ne? Obwohl es auf Extrem steht. Die Gegnerschwierigkeit auf Elite. Aber wenn das Elite-Soldaten sind, weiß ich nicht, wie die es geschafft haben, die Kontrolle über die Insel zu erlangen. Wenn die Wolves teilen härter aus, aber ansonsten sind die auch nicht viel besser. So. Ist er hier? Sie haben einen von uns erledigt. Ein Schuss in den Rücken. Kann auch entzücken. Das war's hier, ne? Sonst gibt's hier keinen mehr. Krass. Da hat sich jemand geräuspert. War das ein Zivilist oder war das ein Gegner? Oh, was geht denn mit der Drohne hier? Oh, war kein Zivilist. Oh, da hinten sind noch Gegner. Ach, im Gebäude natürlich. Setze die Nachricht. Ach so, stimmt, ich kann ja auch einfach die benutzen hier. Moin. So geht das, Boss. Gehe auf Nachtsicht. Ich hätte gerne eine dedizierte Taste, um die... Also organisiert schon mal die Nacht. Um die Nachtsicht und so zu deaktivieren. Dass ich nicht immer durch alles durchschalten muss. Auf jeden Fall haben wir die 30 Gegner ohne zu sterben. Das heißt, wir brauchen noch 30 Kills. Okay, alles safe hier. Aber der hat sich doch mit irgendjemandem unterhalten, aber mit wem? Und ja, ich glaube, in Gebäuden mache ich die First-Person-Ansicht an. Weil es ganz nett ist. Ist halt schade, dass der Laser nicht sehr genau ist dann. Sonst würde ich halt lieber so schießen. Fände ich halt geiler, aber naja. Hier bei mir ist alles gut. Keine Aktivität hier.
Was sind zwei? Scharfschützen. Ich kann nicht so weit sehen und. Hey. Scheiße, Leute! Kaffeekränzchen auf dem Dach oder was? Nice. Sehr nice. Guck mal, der Gegner da unten am Eingang. Den habe ich. Oh, den habe ich gar nicht geschnappt eben, ne? Den hier. Ist der andere Eingang. Ja, jetzt ist alles sauber. Nice. Gut, wo reisen wir denn dann jetzt hin? Mal wo ganz anders hin vielleicht. Was haben wir denn hier? Außenposten Red Weasel. Jawohl, gehen wir da hin. Ja, diese Töte 150 Gegner-Dinger, die sind halt echt immer ätzend. Ach, der Außenposten ist das. Ich erinnere mich. Der ist gar nicht so ganz einfach. Zumindest habe ich ihn nicht sehr einfach in Erinnerung. Oh, Schalldämpfer ab. Und für alle, die gefragt haben, ja, ich werde bestimmt irgendwann auch mal diese anderen Mods benutzen. Wie heißt die noch? Hat die eine Mod, die alles schwerer macht, zum Beispiel. Aber für die Klassenherausforderung jetzt nicht. Denk an den Schalldämpfer, wenn du unbemerkt schießen willst. Boah, Alter, was ist denn hier los? Boah, Alter, macht das Bock ohne Schalldämpfer? Geil. Muss aber trotzdem mal nachladen. Guck mal, er geht genau dahin, wo ich... Perfekt. Wow. Noch ein Scharfschütze? Ja. War der Scharfschütze? Alter, ist das Ding geil. Ach, guck mal, da rennt ein Schrotflintentyp. Kommt der auch mal noch näher oder bleibt der jetzt für immer da unten in Deckung? Team, dorthin bewegen. So, ne, Moment. Ich weiß leider mein Bewegungsbefehl nicht mehr. Wie heißt der denn normalerweise? Gehe zu. Team, geht dorthin. Ich brauche euch woanders. Also, geht einer. Da drüben in Position. Cool, geht klar. Nice. Gut, ach, guck mal, da ist jetzt noch einer. Brauchen wir noch 7. Ich meine, Feuerwaffe. Zählt die Minigun vom Heli auch als Feuerwaffe? Und Schalldämpfer nochmal drauf. Das ist unserer, ne? Ich glaube, das ist Fury. Diese Watschelt. Ja, das ist Fury. Es wäre schön, wenn man denen befehlen könnte, wann sie scannen sollen, wann nicht. Oder wann sie halt ihre Klassentechnik einsetzen. Das wäre echt schön. So, einmal Heli geklaut. Sieben Gegner brauchen wir noch, ne? Und da ist ein Außenpost, ein Checkpoint. Der wäre doch ganz nett. Kriegen wir auf jeden Fall ein paar Gegner.
Das ist der erste. Genial. Zweite. Dritte. Und der vierte. Brauchen wir noch drei. Und weiter geht's. Ach, au. Jetzt habe ich mir einen Fuß gestoßen unterm Schreibtisch. Ich hoffe, man hat es nicht so sehr gehört. Ach, guck mal da. Aber ich würde echt gern noch wissen, ob die Minigun zählt. Ob Minigun-Kills zählen. Dafür bräuchte ich aber hier eine Patrouille am Straßenrand oder so. Und müsste dann natürlich auch noch treffen, ne? Da vorne ist nur ein paar Gegner. Okay, ich habe auf jeden Fall ein paar gekillt, aber es hat nicht gezählt. Damit wäre das auch geklärt. Oder von oben ist, ich glaube, das ist ein... Was ist das? Hä? Was ist denn das für ein Ding? Ist das eine Vogelbeobachtungsstation? Sorry, ich muss da jetzt mal rein. Hoppala, gibt es den Bug immer noch. Ja, sieht cool aus. Ich wollte da runter. Ich wollte nicht da rüberklettern. Immerhin ein paar Scale-Credits oder so. Oder Waffenteile. Ja, Scale-Credits und Teile. Cool. Nice. Da gibt es noch was zum Einsammeln. Neue Spur zu einem Schatz. Der Zoologe. Hey, na du? Hm? Ja, fein. So, aber um die Folge nicht länger, nicht unnötig noch mehr in die Länge zu ziehen. Ach, guck mal, da unten haben wir einen Checkpoint. Sehr gut. Natürlich war da jetzt eine Scheißpatrouille, das gibt's doch gar nicht. Sammeln wir gerade das Biwak ein. Und da hinten sehe ich auch eine Patrouille, glaube ich zumindest. Ups. Oh nein, es waren nur Bäume. Es war keine Patrouille. Aber da ist ein Auto. Das waren zwei. Einer fehlt noch. Einer geht noch. Da. Hallo. Und damit sind wir auf Level 9. Und genauso kannst du das auch tun. Vielleicht sogar noch schneller, wer weiß.